Hallo Freunde, was geht? Mein Name ist Hübi und ich darf euch zu was ganz, ganz Besonderem begrüßen. Ich habe etwas gefunden, was mich unfassbar geflasht hat und ich glaube, wir stehen hier alle gemeinsam an einem Punkt, der die Zukunft in Sachen Mario Kart 8 noch sehr weit beeinflussen wird. Es ist nämlich soweit, die Mario Kart 8 Custom Tracks, Mario Kart 8 Custom Characters, also es ist mittlerweile möglich, das gesamte Spiel Mario Kart 8 zu beeinflussen, zu modden, zu verändern. Und ich bin persönlich ein ganz großer Fan überhaupt davon, wenn Fans Videospiele ja verändern. Ich liebe Mario 64 Hacks, ich liebe Mario Kart Wii Custom Tracks und ich liebe an sich, wenn Fans sich kreativ ausleben können mit Spielen, welche von Nintendo schon mal richtig gut gemacht wurden. Und bevor ich jetzt hier weiter quatsch, möchte ich euch heute direkt eine der allerersten Mario Kart 8 Custom Tracks vorstellen und hierbei auch noch direkt einen neuen Charakter fahren. Und hier seht ihr ihn, Dark Bowser. Ja, es ist mittlerweile wirklich auch viele tolle Charaktere einzubauen. Da gibt es wirklich, wirklich kreative Sachen, die ich euch in Zukunft Stück für Stück zeigen möchte. Aber wie gesagt, bevor wir jetzt weiter lange rumquatschen, möchte ich euch einfach zeigen, wie sich das Ganze fährt und vor allem auch, ja, was mittlerweile mit neuen Strecken alles möglich ist. Es gibt leider hier noch keine Custom-Vorschaubilder und so weiter. Die Strecke ist sozusagen unter dem Wasserpark im Pilzcup gespeichert, aber es ist nicht der Wasserpark, sondern es ist die Island Cliff Strecke, ja, die Inselklippenstrecke. Und das ist eine relativ kleine, überschaubare Strecke, welche allerdings nicht 3, sondern 7 Runden beinhaltet. Also, man hat mittlerweile auch die Möglichkeit, die Rundenanzahl in Mario Kart 8 zu beeinflussen. Also, man hat eigentlich mittlerweile alle Möglichkeiten, die man schon damals bei Mario Kart Wii hatte. Aber was mich einfach so sehr flasht und was mich so sehr, ja, positiv in die Zukunft schauen lässt, ist einfach, dass Mario Kart 8 so viele Möglichkeiten auf der einen Seite hat und zum anderen auch noch so viel besser aussieht und ja, wird einfach natürlich wieder deutlich mehr Nintendo-Geschichte erlebt haben, sage ich mal. Wir haben jetzt allein bestimmt die Möglichkeit, irgendwann Breath of the Wild oder Mario Odyssey in irgendeiner Form in Mario Kart 8 zu bringen. Und ich habe da schon so ein bisschen was im Kopf, was ich euch dann in Zukunft zeigen möchte. Aber ich möchte euch einfach mit dieser kleinen Videoreihe, aus diesen kleinen Videos, einfach immer wieder neue Sachen zeigen, welche sich in der Mario Kart 8 Hacking-Szene so tun. Und ja, ich glaube, man sieht, dass diese Strecke jetzt noch nichts groß Besonderes ist, aber man sieht, man hat einen Custom-Hintergrund, man hat Custom-Strecken, es sieht dabei einfach alles wunderschön aus. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist, solche Strecken zu erstellen. Man muss, glaube ich, da relativ gut im 3D-Modeling sein, aber ich glaube, mit der Zeit werden da Stück für Stück sich immer mehr Hacker und Modder in diese Szene einfinden und hoffentlich dann uns richtig geilen Shit präsentieren. Also ich bin super hyped, als ich das gefunden habe, musste ich das einfach direkt umsetzen. Es war ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Hab eine gute Zeit gebraucht, bis ich das zum Laufen gebracht habe. Aber wie gesagt, ich bin da einfach nur ultra hyped drauf und werde euch in Zukunft jetzt immer wieder neuen Stuff präsentieren, den es so in der Mario Kart 8 Hacking-Szene gibt, weil mich das einfach total freut. Es gibt halt leider aktuell noch zu wenig davon, dass man da ein ganzes LP draus machen könnte und so weiter. Deshalb werde ich euch das Ganze eben, wie gesagt, immer in so kleinen Clips präsentieren, die man sich schön angucken kann. Und ja, ich bin ultra hyped und ich habe schon viele Pläne, was ich euch da alles noch so zeigen will. Und wenn es euch auch so geht, dann würde ich mich extrem freuen, wenn ihr dieses Video in irgendeiner Weise supporten könntet. Vielleicht habt ihr ja auch einfach Bock, euch das vielleicht selber zu installieren. Keine Ahnung, oder ihr habt Freunde, denen das super gut gefällt. Dann könnt ihr das Ding gerne teilen. Also ich glaube, wir stehen hier am Anfang einer ganz, ganz großen Ära, sage ich mal, in Sachen, Nintendo Hacks, Nintendo Mods und so weiter. Ich finde, der Dark Bowser sieht mega aus, sieht richtig gut aus. Und diese Strecke, wie gesagt, ist jetzt nichts Besonderes, nichts Großes, aber man sieht, glaube ich, allein schon, was alles möglich ist. Ne? Alles, was hier 3D-modelliert wird, ist alles selber gemacht. Der Hintergrund, die Strecke. Und die Strecke fährt sich nicht langweilig. Und ich glaube, wenn man zu 12 mit seinen Freunden hier auf dieser Strecke schön hin und her düst, dann kann man da richtig viel erreichen. Und jetzt sehen wir nochmal eine schöne Großaufnahme von Dark Bowser. Ich finde es mega. Und möchte euch da in Zukunft auf jeden Fall noch mehr in diese Richtung zeigen. Das war's aber schon mit diesem kleinen Video. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen was für die Zukunft geplant. Ich habe schon einige Sachen, die ich euch auf jeden Fall noch zeigen will. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch gefallen. Ich hoffe, diese kleine Custom Track hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit überraschen, dass es jetzt Mario Kart 8 Custom Tracks gibt. So wie ich überrascht war, als ich es gefunden habe. Und ich dachte mir, das kann ich nicht vorenthalten. Das möchte ich euch zeigen. Und da ich ein ganz, ganz großer Fan, wie gesagt, von so Hacks bin, dachte ich mir, dass ich möchte das auf meinem Kanal haben. So, damit kann ich mich identifizieren. Und wir stehen hier wirklich noch ganz am Anfang. Ja? Es wird noch so viel kommen. Wir stehen hier gerade
ganz am Anfang der Mario Kart 8 Modding, ja, wie soll ich sagen, Ära. Und ich freue mich, da mit euch live dabei zu sein. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, würde ich mich am Daumen nach oben freuen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Hübi. Habt noch ein schönes Wochenende.